Are you ready for some noise? Du kriegst Karten ausgespielt vom Leben und dann versuchst du die so geil zu spielen, wie es nur irgendwie geht. Und ich hoffe, dass das jetzt nicht zu laut wird für mich hier in diesem engen Raum. Und meine zusätzliche persönliche Aufgabe ist, dass ich die Leute stark mache plus immer gesünder. Das liegt aber aufgrund meiner eigenen Geschichte, dass ich einfach zu viel Scheiße erlebt habe. Ich möchte, dass es anderen Leuten besser geht. Nein, geht Gott sei Dank. Alter Scheiße! Guck mal! Boom! Explosion! Und das Teil ist hier gerade völlig abgeflogen. Und das ist der Grund, warum ich sage, immer Schutzbrille auf, wenn man sowas macht. Ja? Gibt ein paar Leute, die machen das ohne Schutzbrille. Ist es leichtsinnig. Das heißt, das ist gefährlich. Aber ich versuche, durch Erfahrung und Wissen etwas, was an sich gefährlich ist, so sicher wie irgend möglich zu machen. Und bevor ihr jetzt irgendwelche Beispiele rausholt, ihr würdet euch auch nicht hinter einem mit ins Auto setzen, der besoffen ist und keinen Führerschein hat. Ja? Das heißt, es gibt gewisse Sachen, die muss man einfach immer konzentriert machen. Autofahren, Kreuzheben, Squatten und Kraftakte gehören definitiv zu den Sachen, wo man fokussiert sein muss, was man da macht. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr alle da wart. Wenn ihr Interesse habt an Coaching, also das, was ich mache, das ist jetzt mein Fun. Das ist nicht das, was ich coache, sondern ich trainiere Leute, Langhantel, Kettlebell, Geräte, Bänder, was auch immer, um die stärker zu machen. Wenn das für euch interessiert ist, ein vernünftiges Coaching zu kriegen, dann bitte ich euch einfach mir eine Nachricht zukommen zu lassen, weil wir haben Black Friday Deals laufen bis zum Ende der Woche und da gibt es die Möglichkeit, ein super, super geiles Training für euch zu kriegen. Einfach mal Bescheid sagen, dann geht's weiter. Ansonsten wünsche ich euch eine wundervolle Woche. Also auch wenn wir von Dunkelheit umgeben sind, können wir immer noch das Licht für andere Leute sein.